Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Ich werde mich mal kurz hinknallen, damit es morgen wird, dann laufen nicht so viele Viecher draußen rum. Können auch einfach mal ein Schüppchen trinken. Auch wenn wir gerade nicht angeschlagen sind. Und dann knallen wir uns hin bis zum Morgen. Aufstehen! So, sau stark. Gut, ich überlege gerade. Ach komm. Mach mal eben ein bisschen Muni für die Sniper. Wer weiß, was uns auf dem Weg passiert. Ach guck mal, so viel Zeug haben wir auch gar nicht, dass wir groß hier dicke Hose machen können. Das kostet natürlich genau das andere, das ist ganz gut. Lass mal so. Dann machen wir noch ein First Aid Kit, damit sind wir mal richtig jetzt hier ausgestattet. Und dann machen wir hier nochmal Sniper und dann haben wir auch schon nichts mehr. Gut. Haben wir jetzt Plus gemacht hier? Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Waffenteile gekriegt. Auf jeden Fall dieses Visier. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir am Zug sind. Also ich denke, man kriegt immer irgendein Ausrüstungsteil. Guck mal eben, dass das Visier hier tauschen macht natürlich keinen Sinn. Das Schöne ist, wir können sogar noch ein bisschen reinigen. Oh, das Schöne ist ja, das können wir ja mal kurz antesten. Wir haben jetzt also auch der jetzt hier ein normales Visier. Normale, okay, das Sechsfach wie auf dem anderen auch. Aber die Sniper hat halt viel mehr Power, ne? Hat er gesehen, für so eine Rüstung ist Johnny. Okay, das sollten wir auf jeden Fall mal eben uns gönnen. Langer Lauf hatten wir hier noch. Visiere, klar. Kannst du sogar die komischen drauf machen. Ja, das gefällt mir gar nicht, das Reflexvisier. Nachtsichtoptik. Geschlossenes Reflexvisier. Und ach, hier haben wir den Dingens. Feste Trommel. Ernsthaft, 6 Schuss. Ja, das ist natürlich geil. Für so einen Bob wie mich, ne? Muss immer eine Schotti am Start sein. Schade, dass die Munition so begrenzt ist. Aber habt ihr jetzt gesehen? Jetzt habe ich durchgewechselt, nix. Ah, übel. Krass. Krasses Dingen. Gut. Eigentlich macht es keinen Sinn, wenn wir den Sniper haben. Brauchen wir hier nicht das Sniper-Visier drauf machen. Ich mache hier auch nochmal das Rotpunkt drauf und dann gehen wir los. Ach, ich habe gar keins mehr, weil ich das auf die Schotte gemacht habe. Okay. Das muss ich auch mal gucken, ob ich das hier alles ordnen kann. Waffen. Aber das mache ich ohne Aufnahme, da muss ich euch ja nicht mit hier auf den Sack gehen. Wir können hier noch kurz reingucken, brauchen wir das gleich nicht machen, wenn wir ein Ding... Ach hier, das war Ausrüstung, okay. Nachtsichtverstärker, eine zweite Wärmebild und Restlicht. Okay, okay, okay. Ja, das ist ja auch wieder...
Kann ich denn jetzt noch eine Taschenlampe auch anmachen oder habe ich jetzt keine Taschenlampe mehr? Doch. Na gut, auf geht's. Sechs Schuss hier drin. Ja gut, hier brauchst du auch keinen Reflexvisier drauf. Also. Ja, das Nachtsicht-Moped, ja, müssen wir uns dann mal angucken. Bin ich so der... der Nachtsicht-Mensch. Gut, jetzt gucken wir mal, was hier vor noch ist, ne? Ich finde mir noch irgendwas Brauchbares. Sowas zum Beispiel. Geil. Auf jeden Fall nochmal ein Punktvisier oder so ein Scheiß. So ein Dot-Ding. Sah zumindest so aus. Okay, jetzt haben wir euch auf jeden Fall. Da ist sogar noch ein Safe. Oh, doch, jetzt machen wir auf jeden Fall gerade nochmal gut. Gut Zeug. Hat die Anna recht gehabt. Hallo. Geht bei euch. Gucken wir mal noch hier rein. Ist ja gleich außer Atem, der Gute. Und die ganzen Kisten hier auf. Blutgeil ist ja gerade. Blutgeil. Komische Geräusche. Was haben wir hier noch? Oh. Alter, lad nach, ey. Alter, was ist denn los, ey? Schieß doch, was stimmt denn nicht mit dir? Meine Fresse, ey. Was hat er für Sorgen, ey? Da laufe ich ihm genau in die Arme, ey. Ist klar, Alter. Der braucht halt 200 Jahre zum Nachladen hier. Meine Fresse, ey. Wenn du nicht die scheiß Schädel triffst, ey. Selbst mit der Schotti stehen hier auf, oder was? Wollt ihr mir denn erzählen, Alter? Mann, Mann, Mann. Kannst du mal hier reinkommen? Alter, gib mir eine andere Waffe. Meine Fresse, ey. Junge, Junge, was eine Munitionsverschwendung. Ich mach dich kalt, Alter. Pass mal auf, ey. Stell mal das komische Geräusch ab hier. Mann, Mann, Mann. Mich schon gefreut, weil sie immer gut, wir haben ein bisschen Muni hier. Wir machen Plus hier auf jeden Fall jetzt. Wir hätten einfach irgendwie einen Molly nehmen sollen.
Naja, gut, ich denke, oh, guck mal, wieder viel Schuss. Denke mal, wir werden schon hier doch ein bisschen Plus machen insgesamt gerechnet. Wo, Alter, wo bist du, Kackvieh? Was bist du überhaupt? Könnte so einfach sein. Ich dachte, das wäre einer von meinen Mates gewesen gerade. Der kommt hier rein und hilft uns, aber anscheinend ist das ja irgendwelche Gegner draußen. Hier, da bin ich doch reingekommen, oder nicht? Genau, hier waren wir und dann kam hier die Horde, ey. Dann knistert's hier. Ja, wie? Und das hätte ich mir komplett schenken können? Hier ist nichts mehr an Loot, oder was? Das ist ja geil. Doch, hier ist nochmal eine Kiste. Okay, zwei. Wahnsinn. Ah, hier. Okay. Geil. Nee, aber cool. Natürlich cool, auch dass hier dann so mal 10 Stück angesmashed kommen. So soll es sein. So, ich bin leicht angeschlagen, ich weiß. Und ich scheine ja anscheinend welche rumzurennen. Ah, er hat gerade unsere Leute umgelegt, dieser Scheißkerl. Wie immer zu geizig ist, ein First Aid Kit zu nehmen, ne? Alter, von wo denn noch? Du kannst doch nicht mehr leben, Alter. Was hast du denn für eine Rüstung? Naja. Kollege, nicht in dem Ton. Wieso kann ich ihn jetzt nicht töten? Was ist los mit dem Spiel? Feuer einstellen, Alter. Du schießt erst auf mich. Jetzt das Feuer ein, das kannst du knicken, Junge. Wahrscheinlich auch der, der die Granate geschmissen hat, du Drecksau. Nee, ach hier, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, verschwinden die Leichen jetzt schon instant oder was? Scheint aber echt so zu sein, weil die waren ja eigentlich auch nochmal zwei. Obwohl die liegen noch, okay. Ja, mit den Gargoyles finde ich cool. Finde ich auch cool, dass die nicht aggressiv sind. Zumindest bisher nicht. Gut. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Sorry Leute, ich muss ganz kurz was trinken, ey. Aber hier scheint nichts zu sein. Ah, oh, das Trinken hat auch nicht geholfen, trotzdem Hustenattacke hier. Gut. Haben wir ja aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeug jetzt gemacht. Ja, ist doch gut. Ist ja die ganze Straße runter, ne? Auto wäre jetzt geil gewesen. Alter, aber wo sind denn, wo kommen denn hier diese Kackspinnen her?
waren wir auch noch gar nicht, ne? Ja, do it. Können wir mal so einen Gargoyle fragen, ob er uns kurz rüberfliegt. Na, wieder ein bisschen Schrotmuni, die haben wir schon wieder fast im Sack, die wir gerade verballert haben. Okay, ui. Ist ein ganz schönes. Wird uns noch niemals angezeigt und dazu. Da können vielleicht auch noch mal ein bisschen Loot sein. Gut. Hier oben war nichts außer der schmale Typ. Ne? Ja, ich werde mal direkt die Gleise nehmen. Wer bist du denn da jetzt, ne? Doch mal das Visier drauf gemacht hier. Schlange, geh du mich jetzt hier an, Frax, wenn ich hier kurz das Visier tausche. Keiner von uns, oder? Ich verwundere, dass das Ding so weit schießen kann. Geil, wenn wir das Ding fahren könnten. Verdammtes Stück Scheiße! Noch einer. Die Zweige aus meinem Gesicht, ey. Los mit dir, Junge, wo bist du hin? Hat sich ergeben. Naja, gut, hätte ich an deiner Stelle auch getan, also. Wenn so eine Maschine. So eine Maschine kommt. Ja, guck mal, ihn können wir jetzt leben lassen, ne? Den können wir auch nur K.O. schlagen. Nur die Ruhe, Kumpel. Ich ergebe mich. Er hat nicht auf uns geschossen, das ist alles gut. So. Nein, soll die Waffe nicht tauschen. Ja, ich war halt verwundert, weil das Nachladen halt so lange dauert. Vorhin in dem Dingen drin. Ich hatte halt gedacht, einmal kurz drauf geklickt, bäm, nachgeladen. So wie es vorher war bei der Doppelläufigen, die hat der ruckzuck nachgeladen. Kann's nicht fahren. Ist auch abgeschlossen, lass mich doch irgendwie knacken, Alter. Wie knackig. Ich will das Ding fahren. Der 20.000 Stein. Beißer, warum brennen die Büsche hier? Muss doch eigentlich irgendjemand einen Schlüssel haben, oder nicht? Steht da nicht.
Willen, loottechnisch ist hier auf jeden Fall gut was zu holen gewesen. Gut, Leute. Das interessiert mich jetzt. Ich werde jetzt mal googeln, ob ich das hier aufschließen kann. Ob wir dann düsen können zum Zug. Ansonsten laufen wir gleich. Nächste Folge sind wir dann auf jeden Fall da. Und dann gucken wir mal, was hier Phase ist. In diesem Sinne bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Alles andere in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.